Ein junger Spanier namens Fernando Alonso saß hier vor circa einem Jahrzehnt an vorderster Startposition und wir erlebten außerdem den allerersten Sieg von Kimi Räikkönen. Beim großen Preis von Malaysia ist es wie bei allen Rennstrecken. Die etablierten Fahrer wollen vorne bleiben und die jungen Wilden ihnen die Plätze streitig machen. Meist ist das Wetter der entscheidende Faktor, aber auch die 5 Links- und die 10 Rechtskurven in Sepang stellen die Fahrer vor viele Herausforderungen. In den starken Bremszonen in 4 dieser Kurven werden die Fahrer unter Umständen 4G, also ihrem vierfachen Körpergewicht, ausgesetzt. 2 dieser Kurven sind am Ende der DRS-Zone, die Kurven 1 und 15. Heute sitzt Stefan Römer neben mir und wird das Rennen mit mir gemeinsam kommentieren. Stefan, noch einmal herzlich willkommen. Ist es nicht schön, endlich mal wieder in Kuala Lumpur zu sein? Ein wirklich wunderschönes Land, dieses Malaysia, und eine traumhafte Strecke und, das ist das Wichtigste, ein Rennen, das nur sehr, sehr schnell zu sein ist. In der Tat, es gibt viele Kurven, in denen enorme Kräfte wirken, durch die Hinterräder mit Leidenschaft zu. Zusammen mit den hohen Temperaturen sorgt das dafür, dass der richtige betriebsbereite Reifen nur schwer zu halten ist. In den vergangenen Jahren waren wir immer relativ früh in der Saison hier, was heuer zu einem zusätzlichen Unsicherheitsfaktor werden könnte. Vergiss nicht, auf der Strecke bis Kurve 1 innen zu verteidigen. Mach dich so breit wie möglich. Fahr robust, aber fair. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung. Haas startet also von der Pole. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Grosjean, Button, Lewis Hamilton und Räikkönen. Rosberg, Ricciardo, Verstappen und Fernando Alonso. Massa, Hayanto, Sergio Perez und Hülkenberg. Wehrlein, Magnussen, Valtteri Bottas und Carlos Sainz Jr. Palmer und Nasser. Dani Quert und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Die Überraschung ist mir tatsächlich hier gelungen. Ich konnte es selber auch nach der Aufnahme nicht so wirklich fassen. Genau. Pole Position in Malaysia. Obwohl ich im Training gesagt habe, diese Strecke liegt mir ganz einfach nicht. Und so, und da bleibe ich auch und so ist es auch und es wird sich auch nicht ändern. Was sich vielleicht ändern könnte, ist das Wetter, aber wenn ich momentan in den Himmel so gucke, ist es leider, ich sag mal leider, sehr wolkenlos. Das kommt mir eigentlich jetzt hier gar nicht zugute, denn wir haben ja im Qualifying gesehen, im Regen war ich der Stärkste. Man hat es ja gemerkt, sonst krieg ich nicht auf der Pole Position. Rennstrategie, ich bin ein bisschen neugierig, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich müsste eigentlich 2 frisches Soft haben, 1 Medium und 2 harte. Was schlagen die mir vor? Okay, also, ich kann nochmal sagen, es wird nicht regnen, das ist schon mal das Erste, was wir hier feststellen. Das Zweite, was ich feststelle, ist, ich soll alle 3 Reifenmischungen fahren, oh Gottes Willen. Also die harten Reifen müssen wir sowieso fahren, da führt kein Weg dran vorbei, denn die sind hier die Pflichtreifen, wir fahren hier 56 lange Rennrunden, also da müssen wir auch mal schauen. Nehmen wir jetzt mal bewusst extrem weniger Kilogramm mit 2 Stopp. Also ich soll auf Soft, dann auf Medium wechseln und dann auf die ganz harten Reifen. Ach du Kacke, ne. Oh je, oh je, oh je, oh je, das wird ein Freudenfest. Schade, kein Regen, das hätte mich jetzt mal gefreut. So eine zweite Singapur-Neuauflage. Wäre nicht allzu schlecht gewesen. Die Reifen sind frisch, alle 3. Aber auch bei der Strategie wären die alle sehr, sehr frisch. Gut, da wird sich nichts ändern, nur die Rundenzeiten minimal. Boah. Gut, ich muss sehen, wie weit ich mit den Softreifen am Anfang komme. Und die harten soll ich 24 Runden fahren. Ich habe was vergessen im Training, nämlich nachzugucken. Nämlich die, wie lange halten denn die Reifen in Wirklichkeit? Grosjean auf der 3, das war die nächste Überraschung. Und Button auf der 4. Mal schauen, wie lange sie quasi die Konkurrenz hinter uns halten können. Ich denke einfach mal, wir starten in der Einführungsrunde und da kommen dann auch die Ziele. Wo ist das ungewohnt? Wir haben ja eine Pole Position bisher gehabt. Das war in Belgien. Okay. Aber ist klar, Chef. Ja. Ziele ganz schwer. Grosjean fährt auf dem Medium los. Okay. Stratos Konkurrent. Alles klar. Mein Konkurrent Massa, der startet auf weichen Reifen, ist schon mal gut. Mein Teamkollege startet auf den Medium-Reifen. Also, der fährt eine andere Strategie.
könnte vielleicht ein Vorteil für mich sein, könnte auch ein Nachteil sein. Der Button würde mich auch nochmal interessieren, auf welchen Reifen der unterwegs ist. Ja, ist ungewöhnlich. Wir haben hier wirklich die Führung. Ich kann das immer noch nicht glauben. Also, es ist wirklich so, also Führung, wenn wir gewinnen, werde ich das Ding hier nicht. Da lege ich mich fest. Ich hatte mich ja hier vorneweg geeinigt auf Punkte. Das ist mein Ziel. Grosjean startet von der 3, der wird so ein bisschen mein Gegner sein. Da der auf Medium startet, denke ich mal, dass er vielleicht, das könnte auch gut möglich sein, eine andere Strategie fährt als ich, dass er vielleicht die Softreifen zum Schluss benutzen möchte. Und nicht am Anfang. Wetterbericht. Aber Regen ist wie gesagt kein Thema hier und das kommt mir jetzt nicht in die Karten. Malaysia hat mir im Regen besser gefallen, da kam ich wesentlich besser zurecht. Abwarten, einfach nur abwarten. Podium wäre schön, glaube ich nicht dran. Das Ziel vom Team ist Fünfter, das klingt in meinen Augen realistisch. Und an dem klammer ich mich auch. Fünfter Platz am Ende wäre schon nicht verkehrt. So, wir müssen noch die Bremsen nochmal ein bisschen auf Temperatur bekommen. Bis er natürlich schockweise übernimmt. Also die Pole Position hier mal leise. Das war die Überraschung. Das war die Überraschung schlechthin in diesem Let's Play. Das kann dann in Japan nur noch schlimmer werden. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt hier in Malaysia. Die Erfahrung hat mir gezeigt, Start gewinne ich in der Regel. Und dann muss ich versuchen, mich schnell in den Wagen zu gewöhnen. Schnell an die Reifen zurechtzukommen. Button auf der 4. Ich glaube, das sind die ganz harten, die da hat. So Button auf den ganz harten Reifen unterwegs. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel, viel Spaß. Und Matteo Schirmer, das ist schon mal ein neues Mikro, was ich hier benutze. Ja, also ich brauche kein neues Mikro. Ich denke mal, es liegt ein bisschen an meiner Stimme. Vielleicht hört es sich einfach auch ein bisschen scheiße an. Vielleicht habe ich nicht einfach die angenehmste Stimme. So, dann wollen wir mal schauen. Ich wünsche euch viel Spaß und wünscht mir viel, viel Glück. Skat, würde ich mal sagen, haben wir gewonnen. Grosjean schon dahinter, der ist schon gleich an Vettel dran. Skat gewonnen bis zur ersten Kurve. Grosjean direkt hinter mir, kommt er vorbei. Doppelführung für Haas. Noch duellieren sich die beiden. Ja, Grosjean vorbei an Vettel. Die biegen jetzt gleich in die nächste Kurve zusammen ein. Nämlich in die hier. Grosjean auf der 2. Ich habe Schützenhilfe. Haas Doppelführung. Haas Doppelführung. Und das in der ersten Saison. Gibt mir hier den Vogel, ey. Mein Ziel ist eigentlich jetzt versuchen, wegzufahren von Grosjean. Vorsprung zu generieren. Weil lange wird sich Vettel das nicht antun. Die Sekunde hätten wir schon mal. 56 Runden lang. Hier mein Problemsektor, Schlusssektor. Und da blieb auch mal ganz schön der Reifenstehenscheiterpunkt nicht getroffen. Früh versuchen hoch zu beschleunigen. Ich muss mich sofort von Grosjean absetzen. Mir bleibt ja gar keine andere Wahl. Führung verteidigt, erste Führungsrunde hier. 1,4, wir haben einen super Motor. Im Vergleich zum Beispiel zu Ferrari. Gut, dass ich den abgegradet habe. Das scheint sich jetzt vielleicht hier bezahlt zu machen. Weil ich sollte versuchen, schneller zu fahren als mein Teamkollege. Langweilig wird das Rennen auf keinen Fall werden. Ich muss mich hier reinhängen. Runde ist hier sehr lang. 56 Runden sind auch nicht ohne. Und auch hier für das Runterschalten, da muss ich auf den Motor aufpassen.
Grosjean hält jetzt schon auf. Wenn der Button auf der 3 gewesen wäre, das wäre das Optimum gewesen. Ich kann mich absetzen von meinem Teamkollegen. Knappe 2,4 Sekunden. Oh, schön gefahren die Kurve. Auch hier könnt ihr wieder eine Schulnote gerne verteilen für das fahrerische Können an diesem Wochenende bzw. Grand Prix. Das möchte ich jetzt so ein bisschen einführen. Ihr könnt quasi eine Beurteilung abgeben, wie ich mich hier geschlagen habe. 2,7. Und erst 11% und wir sind in Runde 3. Also mit 11% muss ich vorne kalkulieren. Fahrer hinter mir. Das ist Ruhe hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Wir vermuten, dass Sie noch 2 Stops machen werden. Also auch 2 Stops. Cool wäre es natürlich, wenn ich sehen könnte, ja, was für eine Strategie fährt mein Teamkollege eigentlich. So, Vettel wird aber jetzt irgendwann kurz einen Prozess machen. Und sich durchaus meinen Teamkollegen schnappen. Bremspunkte, das haben wir ja gesehen, ist mein Problem. Wie gesagt, ich muss mich absetzen von Grosjean. Andere Strategie, Medium. Schlechtere Reifen. Das spielt so viel mehr gerade in die Karten, das Rennen. Vor euch ist gerade das Singapur-Rennen online gegangen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,3 Sekunden. Mal schauen, ob er vorne bleiben kann. Das wär's. Wenn Grosjean vorne bleiben kann, dann öffnet das ganz neue Chancen für mich. Und er kann vor Vettel bleiben. Natürlich Safety Car oder das. Die ganze Strategie ist hinfällig, die ich quasi mit dem Team erarbeitet habe hier. Da habe ich so ein bisschen drauf gehofft, muss ich fairerweise sagen, am Start. Grosjean Zweiter, dann hält ja die gesamte Konkurrenz nämlich auf. Wir haben nämlich den starken Motor, den ich ja nicht ohne Grund abgegradet habe. Pro Runde eine Sekunde ist zwar ein bisschen wenig. Weil, wenn Vettel dann einmal vorbei ist, dann kommt der auch relativ schnell an mir dran. Trotzdem, ich habe natürlich meinen Teamkollegen auch nicht vergessen als meinen Gegner. Natürlich können wir jetzt hier ein bisschen Motorleistung sparen. Weil die werden wir hier brauchen im Rennen. Acht, stabile Rundenzeiten. Vettel ist 2 Zehntel hinter Grosjean. Und das reicht offenbar bei ihm dann auch nicht mit DRS. Dass er dann einen Angriff riskieren kann. Ihr merkt so ein bisschen, ich spiele mit dem Benzin. Hat natürlich einen ganz einfachen Grund. Ich möchte natürlich auch mit den frischen Mediums versuchen zu pushen. Rennstrategie. Okay,
In 8 Runden. Jo. Es kommt ungefähr hin. Vorderräder bestimmen die Strategie. Na. Nicht ganz optimal, aber passt schon. Natürlich ist es vielleicht ein bisschen vielleicht ein langweiliges Rennen hier vorne, weil das wollte man vielleicht nicht in der ersten Saison sehen. Sich quasi schon im 14. Rennen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad hier vorne wegfahre. Hier 4,6 Fahrer hinter mir. Fährt, ja. Also 7/10. Jetzt natürlich auch so langsam die Phase vorbei, wo die Reifen auch abbauen. Im Verhältnis zu meinem Teamkollegen. Auch so kleine Fehler jetzt hier in dieser Doppelrechtskurven, die Vorderräder bauen stärker ab. Hat 7 Sekunden gekostet. Das sind diese 7 Zehntel, die ich immer rausgefahren habe. Ja, Sprit hat, gefällt mir momentan 0,7 und nicht sowas wie 3 Runden plus, was wir ja in Singapur ja hauptsächlich hatten. Das war ich ungefähr auf dem Niveau von Grosjean. Strecken, wo der Reifenverschleiß höher ist, kommen mir mehr entgegen. Haben wir ja auch wieder in Singapur festgestellt. Das war auch was Schönes. Und hier ist der Reifenverschleiß wieder höher. Gerade was die Softreifen betrifft. Wollte gerade sagen, irgendwas ist da hinten passiert. Massa draußen. Jo. Also virtuelles Safety Car, ist irgendwas mit Massa passiert? Massa ausgeschieden, Rivale weg. Ja, Kontrahent weg. Das heißt, da sollten wir 8-0 gewinnen oder so. Während des Rennens. Je nachdem, mit welchen Reifen der unterwegs war. Aber ich tippe mal, dass er sowieso im gesamten Feld war. Ich war nur darauf, dass er sagt, wird das Safety Car zu Ende. Weil das braucht jetzt gerade ein bisschen lange. Grosjean immer noch auf der 2 hinter mir. Jo, wir haben natürlich sofort früher hochbeschleunigt. Aber das sind geschenkte Sekunden. Und ich schaue ihn, die gebe ich nicht ab. Das ist der Vorteil dieser virtuellen Safety Car Phase. Normales Safety Car wäre jetzt schlecht gewesen für mich. Fahrer hinter mir.
Natürlich auch so ein bisschen geschummelt. Natürlich so 2 Sekunden, die man da rausfahren kann, weil ich gebe sofort Gas, sobald die Meldung kommt. Virtuelle Safety Car endet gleich. Das sollte eigentlich so innerhalb von einer Sekunde passieren, dass die Meldung kommt und wieder verschwindet. Starke Leistung von meinem Teamkollegen Grosjean. Das muss ich echt mal gerade hier unterschreiben. Rennstrategie. Fünf Runden noch. Schade, dass man nicht fragen kann, wo man rauskommt. Das wäre jetzt auch nochmal hilfreich gewesen. Solange es nicht mein Teamkollege ist. Dass der auf einmal langsamer wird. Das ist aber eine ganze Gruppe hinter meinem Teamkollegen. Also, der hält die ganze Gruppe natürlich auf. Also bisher raffiniert. Vor allem, dass er sich da vorne halten kann. Na gut, jetzt wird natürlich immer wahrscheinlicher, dass er sich da vorne halten kann. Seine Reifen werden ja auch so gesehen immer besser. Im Verhältnis. Und auch so im Verhältnis zu meinen. Acht Sekunden. Wir können am Ende entscheidend sein. Für Sieg oder nicht Sieg. Weil eins ist auch klar, das muss natürlich auch erstmal eine KI wieder aufholen. Und da brauchen die auch mal 3 Runden. So langsam wird es unangenehm. So, Benzin konnte ich da natürlich jetzt auch noch sparen. Das kommt auch noch hinzu. Meine Rennpace würde ich mit der Training Pace vergleichen. Die ist nicht die beste. 40,8. Fahrer hinter mir. Der hat sogar jetzt aufgeholt in der Runde. Das ist natürlich wieder nicht nach meinem Geschmack. Dieser Schutz fällt auch eigentlich weg, sobald Vettel und Co. drin gewesen sind. Es sei denn, die fallen jetzt hinter jemanden zurück, wie zum Beispiel Hülkenberg oder auch Perez, die dann auch auf dem Medium gute Zeiten fahren konnten. Aber ich denke mal, die ganze Kette hinter Grosjean, die ist auf Softreifen unterwegs. Und die kommen alle nicht an dem Haas vorbei, der einfach einen grandiosen Topspeed halt generiert. Mit dem Klasse-Weltmeisterfahrer oder mit dem Klassenfahrer da drin. Der Teamkollege Grosjean läuft das ja wie am Schnürchen. Wenn Rennstrategie. Vettel jetzt vorbei. Mal schauen, ob Grosjean vielleicht kontern kann. Offenbar nicht. Der ist zu weit weg. Ich sehe es gerade auf der Minimap. Rosberg fährt auch dran vorbei. Vettel und Rosberg, die öffnen jetzt die Jagd auf mich. Fahrer hinter mir.
40-0. Also durchaus schneller als ich. Vielleicht kam da jetzt auch die Ansage bei Ferrari und bei Mercedes, ihr müsst jetzt mal so langsam an den Grosjean vorbei. Das kann nicht mehr sein. Ihr müsst Jagd auf dem Haas da vorne machen. Weil der wird noch schwächer werden im Verlauf des Rennens. Klar, wenn wir jetzt 50% Rennen hier gefahren wären, wäre das eine Einladung gewesen. Weil so wird Vettel nachher eine Sekunde schneller fahren können als ich. 40,5. Ja, 39,1. Das sagt alles aus. Über meine Pace hier. Ich habe das Gefühl, mein Motor, der hat schon Verschleißerscheinungen. So hört es sich zumindest an. Aber noch muss Vettel das erstmal aufholen. Jetzt eine Sekunde schneller. Also er bräuchte in so gesehen 7 Runden. 7 Runden Zeit. Beziehungsweise jetzt nur noch 6. Rennstrategie. Okay, nächste Runde. Schikatos Teamkollege. Vettel drin. Vettel an der Box gewesen. Und er scheint noch freie Fahrt zu haben. Ist die Frage, auf welchen Reifen der fährt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand 3 Stops macht. Meine Reifen sind auch tot. Vettel wird er jetzt 3 oder 4 Sekunden aufholen in dieser einen Runde. Fahrer hinter mir. Ja, lecko mio, ey. Was hat der denn für eine Pace noch drauf? So, wir fahren natürlich jetzt auch in die Boxengasse. Vettel leider ohne Verkehr. Loris nur fahren, ne? Das war aber jetzt mal gar nicht riskiert. Rosberg fährt noch eine Runde. Hamilton auf Medium unterwegs. Grosjean jetzt an mir vorbei. Vettel auf der 8 nochmal mit Soft unterwegs. Interessante Strategie. Ordentlich aufgeholt.
Kein Wunder. Der fährt nochmal soft, der geht 3 Stops. Sprich, der muss einen Boxenstopp auf der Strecke aufholen. Dem Medium habe ich mich auch nicht so wirklich wohl gefühlt. Bei dem Reifenmanagement-Test. Ja, der holt deutlich auf. Wie groß sollen wir uns wehren gegen Vettel? Die jetzt alle draußen geblieben sind, die machen 2 Stops. Gut, Ricciardo habe ich bekommen. Fahrer vor mir. Vettel fährt jetzt keine schnellsten Rennrunden. Das wundert mich so ein bisschen. Weil die Softs hat er erst 2 Runden drauf. Fett ist auf jeden Fall dran. Grosjean fährt auch schon rein. Vettel nach wie vor weiter hinter mir. Der ist mit dem Medium gestartet. Das ist immer noch Grosjean. Der verliert jetzt ordentlich gerade. Vettel hat diese 7 Sekunden jetzt annulliert. Die Frage ist, kann ich dann die Zeiten von Vettel fahren? Wenn ich den jetzt vorbei winke. Okay, was heißt vorbei winken? Der fährt an mir vorbei. Ach, hier gibt es nur noch einen Messpunkt. Ach, okay. Stimmt ja, da war ja was. Das hat man ja geändert. Diese Saison, schade eigentlich.
Da muss ich erst recht versuchen, an Vettel dran zu bleiben. Weil auf lange Sicht ist das ein Vorteil. Weil ich muss die Zeiten von Vettel jetzt versuchen zu fahren. Aber das schaffe ich in den schnellen Kurven fast gar nicht. Da merke ich meinen Abtrieb, der mir fehlt. Und hier merke ich auch, hier verliere ich die Zeit. Merkt das beim Rausbeschleunigen? Der bleibt dann nicht mal quer. Der geht ja nicht mal einmal quer. Und hier gibt mir dem. Ja, hier gibt er mir die Meter. Diese eine Kurve, da verliere ich die gesamte Zeit. Dieser Berg rauf, dritter, vierter Gang, wo ich immer Traktionsprobleme haben werde. Teamkollege an der Box. Variante wird wieder schneller. Fette neue schnellste Runde. 38,2. Ich kann da nicht so spät bremsen. So, jetzt sind wir. Fette führt. Es waren alle einmal drin. Fahrer hinter mir. Nee, die fahren zweimal noch. Kann ich mir bei besten wenig vorstellen, dass der nur noch einmal kommt. Man kann sehr lange mittlerweile auch auf Fett fahren, das gefällt mir. Hier habe ich die gesamte Zeit, oder hier oben verliere ich die gesamte Zeit. Ja, 19% Rennstrategie. Das ist eine halbe Ewigkeit. Gefühlt ist das eine halbe Ewigkeit für mich. 2,4. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,7 Sekunden. Vierzehn Runden noch. Mit den Kamellen. Harte Distanz noch. Weiter Weg. Ah, die Frage, die ich beim letzten Mal vergessen habe, im Training zu beantworten, war, ob ich ein Tattoo jetzt an meinem Arm hätte. Nein, habe ich nicht. Das ist der Mikrofonständer. Den ihr da seht. Der Schatten. Also Rosberg tut sich schwer, ne? Ist gerade das Teamkollege. Okay, er fährt zweimal Medium. Er fährt jetzt zweimal Medium und dann einmal hart. Komplett andere Strategie. Der benutzt den Soft gar nicht. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,6 Sekunden. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute
Bei Vettel vermute ich ja noch zwei Stops. Schnell kommen, bringt natürlich Fett jetzt nicht mehr ganz so viel. Ich möchte es hauptsächlich eigentlich, ich möchte mich, was wir antrainieren, das hauptsächlich nur auf den Geraden wieder zu benutzen. Bei der Anbremsphase brauche ich das auch nicht. So ist doch früher die KI da durchgefahren. Mit leicht gehendes oder leicht gehendem Heck. Oder leicht ausbrechendem Heck, heute verwechselt die ganzen Wörter. Rosberg ist so gesehen dran, Fahrer vor mir. Da fahre ich mit einer 39,6 gar nicht mal so verkehrt. Chef. Da kann ich mit der Zeit doch relativ zufrieden sein. Auch mal gehen meine Reifen hinten noch genug. Geben offensichtlich noch genug Power, dass ich hier noch gut gegen Rosberg rausbeschleunigen kann. Die Kurven sind mein Defizit, die schnellen. Da haben wir unser Auto ja gar nicht wirklich abgegradet. Mal gegen den Mercedes sehe ich das ja. Und da nehme ich das auch deutlich wahr. So, soll ich mich gegen Rosberg duellieren oder nicht? Verstappen kommt nämlich direkt dahinter. Bleibt dahinter. Fahrer hinter mir. Jo, hier merkt man das einfach. Hier verliere ich Zeit. Und hier beim Ausgang. Hinten habe ich gesehen Ricciardo. Ricciardo und Verstappen, die duellieren sich. Was mir auch aufgefallen ist, im Windschatten war ich schneller auf Fett als Rosberg mit DHS. Denk mal, das ist vielen auch euch gerade aufgefallen. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Also nicht die Welt. Mit dem baut ja auch der Softreifen mittlerweile ab.
Also ich tippe momentan Rosberg und Vettel auf einer Dreischrift unterwegs. Die will momentan auch hinter Ricciardo beide rauskommen. Rennstrategie. Haben die mir jetzt eine Alternativstrategie anzubieten? Wahrscheinlich, dass ich auch noch mal reinkommen soll. Eine andere kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Dass die jetzt auch lieber sagen, weißt du was, du fährst unsere Zeit nicht, die wir dir vorgeschlagen haben. Oder du fährst zu aggressiv mit dem Reifen. Die wollen mich früher reinholen. Bringt mir nichts, da müsste ich eher nochmal auf Soft fahren. In Runde 28. Zwischensport einlegen. So auf 10 Runden. Und dann mit dem harten fahren. Das wäre in meinen Augen dann die Alternativstrategie. Fahrer hinter mir. Meine Vorderräder haben halt die Prozente schon. 41, 39. Noch sehe ich den Rosberg. Sind doch nur 2 Sekunden. Ich schätze, dass es mich im Schlussakt so schwer tue. Deswegen werden wir wohl hier auch keinen DS im Verlauf des Rennens sehen. Motorenverschleiß hat sich auch noch nicht abgezeichnet. Obwohl, er wird mich auch bald darauf hinweisen. Vettel an der Box. Der fährt danach nochmal irgendwann rein. Guck mal, ob mein Teamkollege vielleicht vor Vettel rauskommt, aber leider nicht. Wir kämen aber vor Rosberg raus. Schade. Hat er so Gas gegeben, dass er den Boxstopp auf meinen Teamkollegen hat herausfahren können. Rennpace von mir besser als mal beim Teamkollegen. Rennstrategie. In 7. Ich würde sagen, das halten die Reifen leider nicht durch. Da kommt schon die ganze nächste Flotte an. Das ist ärgerlich, wenn ich die Strategie nicht durchkriege. Sehe ich auch. Fahrer hinter mir.
Momentan. Und der 28 hätten die mich reingeholt, ne? Echt gerade beschissen. Der Medium baut ein bisschen zu schnell ab. Fahrer vor mir. Boah, ich bin fast gezwungen, wirklich 3 Stops zu gehen. Schade, dass er nicht geht, auf welchen Reifen er unterwegs ist. Ich bin reingekommen Runde 13, das heißt, die Reifen haben mir nur 15 Runden gehalten. 20 Runden, die harten, dann sind wir bei 47. Und die Soft dann nochmal zum Schluss. Das heißt, ich müsste jetzt, wenn ich meine Strategie nochmal umswitchen möchte, auf eine 30, glaube eigentlich schon reinfahren jetzt. Skatus Teamkolleg. Punkt ist kaputt, toll. Ganz schlechtes Zeichen. Rennstrategie. Fünf Runden. Ich glaube, das Teamkollege. Ich fahre rein. Ich mach einen Stop mehr. Das halten die Reihe. Die Reifen würden das zwar aushalten, aber ich fühle mich da gleich zu unsicher. Vettel fährt nochmal soft. Und der muss ja noch die harten noch einmal nehmen. Ölberg auf der 9, der ist ja. Ach Gott, der ist ja mal Kilometer weit weg. Rennstrategie. Und dann soft, alles klar. Richtig. Das war wohl die Alternativstrategie, aber da haben sie mir den zweiten Boxstopp nicht angezeigt. Deswegen habe ich mir die Runde 28 halt auch gemerkt. Fahrer vor mir. Das Problem ist, ich hatte ja nur ein Medium für das Wochenende. Ich habe ja leider 2 von denen hier. Also mein Gegner ist jetzt Grosjean. Aber der wird sich eigentlich auch schnell, relativ schnell erledigen. Spätestens dann, wenn der auf den harten Reifen unterwegs ist. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,2 Sekunden.
Für euch, die glaube ich, muss kurz überlegen. Lag, ja, für euch lag schon in Mexiko. Wohl, je nachdem, wann ich das rausbringe, das Rennen hier, dann war schon für euch Mexiko. Oder es war für euch Mexiko noch nicht. Beim Regen wäre hier mehr möglich gewesen. Wetterbericht. Leider. Wir haben die Halbzeit gefahren und noch keinen Motorenverschleiß. Den der mir auf das Ohr kaut. Also Grosjean wusste, dass er dann mit den Softreifen nicht weit kommt. Fahrer hinter mir. Ja, Eco Mio. Man merkt gerade diese... Man merkt jetzt hier deutlich die große Spanne zwischen den Mittelfeldautos und den Top 4 Autos. Weil wir sind momentan nur auf der 8. Das heißt, Bottas müsste da vorne auch noch fahren. Grosjean und Bottas und dann halt die vier oder die, ja, die drei Top Teams. Massa ist ja schon ausgeschieden. Fahrer vor mir. Ich hole aber kaum was ab auf den, das ist das große Problem. Die ganz harten Reifen, die mag ich nicht. Kleiner Safety Car und alles ist wieder durcheinander gewirbelt. In Runde 30, typisch. Ungefähr bei Halbzeit. So, Platz 5 ist schon ein hohes Ziel. Aber diese 7 oder 8 Zehntel, ich denke mal, dass das wirklich das, der Leistungsunterschied der Autos ist. Das käme dann schon ungefähr hin. Weil ich sehe auch zum Beispiel Grosjean. Der kann ja auch nicht mitgehen. Und ich bin ja hier sogar im Renntrim schneller als mein Teamkollege. Erster Sektor passt mit Sektorbestzeit. Also das wundert mich jetzt natürlich so ein bisschen, dass ich hier auf meinem Niveau, oder von auf dem Niveau meines Teamkollegen bin. Gut, die Qualifying, das Qualifying war ja schon sehr überraschend. Nur von der Pole Position kann ich mir leider nicht viel kaufen. Das ist dann halt das nächste. Ricciardo führt momentan. Wo ist Rosberg dann hin? Weil abgebogen ist er noch nicht. Obwohl doch, der könnte auch schon abgebogen sein. Der ist dann auch von meinem Teamkollegen rausgekommen. Ja, wenn man das Kraftstoff komplett durch hat, dann kann man fast auf Fett fahren, ey. Weil das spürt man dann ja schon so ein bisschen.
Ja, Bottas ist auf der 9. Okay. Ach ja, stimmt, das ist ja von 17 gestartet. Grosjean, wer ist denn noch da vorne? Raikönen? Und die drei Top-Teams, das sind 6. Grosjean 7 und nicht 8. Ja, okay, dann kommt das doch wieder hin. Dann stimmt das alles. Also auf Williams machen wir dann auch wieder ordentlich Punkte gut. Das ist ein sauber schon da vorne. Müsste NASA sein. Der ja Probleme hatte. Hamilton führt jetzt. Ja, die fahren nur noch einmal rein da vorne. Ich hätte, glaube ich, nicht mal eine Chance auf die, wenn die jetzt reinfahren und ich bleibe noch vor denen. Oh, ich komme. Okay, ich komme vor Ricciardo raus. Der ist auf den harten Reifen unterwegs. Gegen den werde ich mich aber verteidigen. Der nehme ich einen schwachen Motor. Überrundungsgeschichten. Ja, was soll das, NASA? Oh Mann, ey. Das schafft Goldmoss es leider auch nicht. Die KI intelligent zu programmieren. Ja, der ist sofort vorbei. 2 Sekunden hat mich das Manöver gekostet. Danke, NASA. Und mein Rhythmus habe ich das auch gekostet. Das ist das viel, viel Schlimmere. Warum lässt er da auch so behindert vorbei? Warum hat er so einen starken Motor? Der Ricciardo, fair, alles fair. Da war ich noch mit 2 Rädern auf der Strecke. Fahrer vor mir. Danke, danke, NASA, echt. Weil hätte ich einen Vorsprung gehabt auf Ricciardo noch, den erstmal zufahren hätten müssen. Aber nein, so behindert vorbeilassen, echt. Rennstrategie. Zwölf Runden. So gesehen werde ich mich relativ spät drin haben. Teamkollege an der Box. Oh, Hamilton und Ricciardo kommen sich da sehr nah. Raikönen auf der 3. Also Vettel 1, Rosberg 2,
Raikön 3. Hier momentan auf der 4. Auch Hamilton fährt durch. Wir werden jetzt alle durchfahren. Außer ich. Ich mache noch einen Boxenstopp. Das sehe ich auch. Ich komme mit den Harten einfach nicht zurecht. Die haben auch schon wieder 20% runter. Ja, gegen Hamilton wollte ich mich gar nicht verteidigen. Da gebe ich Hamilton in den Platz und der will ihn fast gar nicht. Du mein Gefallen, du lädst dich mit den Ricciardo, nicht mit mir, ey. Also man merkt, dass hier KI aggressiver ist im Vergleich zum Vorgänger. Man muss wesentlich mehr mitdenken. Oder es passiert genau sowas. Ja. Gut, gegen Hamilton wollte ich sowieso nicht verteidigen, aber... Simulationsschaden halt. Aber warum sind die Haare schon so abgelutscht? Ja, komm, fahrt auch noch dran vorbei. Es macht keinen Sinn mit euch... zu duellieren. Weil ihr seid nicht mehr meine Gegner im Rennen. Das ist mein Teamkollege jetzt geworden. Jo. Hat aber auf Verstappen nicht aufgepasst. Ricciardo der Profiteur. Schkatus Teamkollege. Der Funk rauscht, was hast du gesagt? Schkatus Teamkollege. Ich wollte mich nicht mehr mit ihnen zu duellieren. Nicht, weil man sich nicht mit ihnen duellieren kann. Man kann sie mit duellieren. Man hat es ja in Hamilton gesehen, die eine Szene. Aber das sind nicht meine Gegner. Ich spüre schon wieder meinen Motor. Ich spüre einfach irgendwann meinen Motor. Wir kommen einfach gegen die drei Top-Teams auf einer Strecke an, wo ich die mir nicht liegt, nicht an. Das ist wieder der beste Beispiel hier. Komm mich nicht an. Komm ran, komm ran, komm ran. Das ist so ein kleiner Programmierfehler. Die wollen einfach sich wieder einsortieren. Das ist der Problem. Das ist das Problem, was wir in Italien hatten. Weil ich bewege mich nicht. Wäre super, wenn ich versuchen könnte, an Verstappen dran zu bleiben. War rein hinter mir.
Der fährt 39,7. Fahrer vor mir. Ricciardo, der boxt sich dann Eriksson durch. Und die haben einfach hinten keinen Grip. Junge! Mein Gott, nochmal! Also bei den Überrundungen haben sie immer noch verhagelt. Und jetzt fällt der Arsch in die Box. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Und so ist der Frontflügel beschädigt, ja. Eine Berührung mit Helmet hat gereicht und dann kam wieder eine Überrundung ins Spiel. Oh, das regt auf. Also wenn es die Überrundungen sind, dann regt sich am meisten auf. Bei dem Zweikampf mit Hamilton ganz normal, aber dann kommt der Eriksson. Wieder mal in einer beschissenen Kurve, wo du einfach auch nicht vorbeikommst. Natürlich hier im Mittelteil merke ich natürlich sofort die beiden fehlenden Frontflügelteile. Vor allem jetzt hat Grosjean die Chance. Ich muss draußen bleiben. Ich bin gezwungen, draußen zu bleiben. Ich habe jetzt kein Medium mehr. Das merke ich jetzt. Das Rennen hat so gut angefangen und endet so scheiße eigentlich. Fahrer hinter mir. 39,5. Oh, 41,0. Bisschen viel. Gut, ich spare jetzt Benzin für den Softreifen zum Schluss. Rennstrategie. Ne, das verkürzt sich. Das verkürzt sich. Die Flügel sollen sie mir reparieren. Momentan würde ich mir nur vom Fahrerischen eine 3 geben, bis jetzt. Die Szene mit Hamilton, gut, schwamm drüber. Die Szene mit Nasa war überflüssig. Und ansonsten passte einfach auch die Speed gegen meinen Teamkollegen. Fahrer hinter mir. 9,8. Viel zu wenig. Mit zwei Mediums hätte ich auch anders fahren können. Aber man merkt zum Beispiel auch an Vettel, der ja auch einen Boxenstopp mehr macht, da hatten wir keine Schnitte. Oder auch das Ziel, Platz 5, ne, Platz 7, das war realistisch. Oder Platz 8,
wenn Massa noch dabei gewesen wäre. Ja, aber hier hat auch wieder das Team ein bisschen die Erwartungen zu hoch geschraubt. Ich sag nur, Frontflügel. Boah. Das Rennen ist gelaufen gegen meinen Teamkollegen. Der Wagen kommt nicht mal mehr um die Kurven. Mein Gott nochmal, ey. Komm einfach nur rum, LKW, jetzt. Normalerweise bin ich nicht gewohnt, dass man die Frontflügel so dermaßen spürt. Aber jetzt spüre ich den leider doch. Ich war in Runde 43 rein. Sprich zwei Runden noch und dann werden wir schauen, was ich auf meinen Teamkollegen aufhole. Bis Rennende. Fahrfehler war unnötig. War einfach unnötig. Der Soft sollte um 1,5 Sekunden schneller sein. Platz 8. Platz 8 ist realistisch für mich. Aber das Problem hat sich leider schon angekündigt im Training mit den harten Reifen. Schade, das ist das große Manko. Ich komme mit den härtesten Reifen, egal auf welcher Rennstrecke, nicht zurecht. Verdammt nochmal nicht zurecht. Komm rum. Wir fahren jetzt schon rein. Weil ich verliere zu viel. Ich verliere nur noch. Weg mit diesem blöden Reifen, echt. Nee. Können wir wieder ein Rennen sein, wo Grosjean mich besiegt? Ich habe das Gefühl, dass die Bremse kaum wirkt. Letzter Boxenstopp. Perez auf 9, auf Medium. Los, weg. Also, ne, ja, ne. Die haben mir schon im Training nicht geschmeckt. Bei dem Schreckentest, aber ne, weg damit. Warum sind die hier Pflicht? Ja, das hole ich auch nicht auf. Perez kommt jetzt noch von hinten. Jo, Perez wird Gegner werden. Alonso wird ein Gegner werden. Jetzt bin ich da bei den Punkten, die ich angesprochen habe. Das Bottas ist aber auf den harten Reifen. Und ich habe hier NASA vor mir. Der soll sich bitte ganz schnell verpissen, ey. Junge! Junge, blaue Flaggen! Alter, das gibt es einfach nicht! Was macht denn der? Warum lässt er mich denn nicht vorbei? Der andere war Ericsson. Beide sauber sind mich jetzt schon behindert hier. Alonso sollte ich bekommen. Ein Auto. Es fängt auf einmal an, Macken zu machen. Also ich habe mich am wohlsten gefühlt, wo der Wagen voll war. Voll mit Benzin, da hat mir der am besten gefallen.
Ach, okay. Ah, okay, die fahren nochmal rein. Boah, Jeco Mio. Denk mal nicht, dass das möglich ist. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Klar, Safety Car und das wird die goldene Rettung. Safety Car und ich hätte meinen Teamkollegen und dann würde die Reifen auf jeden Fall halten. Rennstrategie. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Gut, hatte ich auch vor. Auch wenn die ordentlich abbauen. Ja, mit 5% muss ich schon fast kalkulieren. Schnellste Rennrunde, aber viel zu wenig. Viel zu wenig auf Grosjean. War er vor mir? Falsche Safety Car. Falsches Safety Car. Das Richtige wäre mir lieber. Wie bereits gerade erwähnt, falsches Safety Car. Ach, schade. Ja, man hofft, aber man wünscht es sich natürlich für meinen Teamkollegen. Dann gewinnt er halt. Dann schlägt er mich halt. So muss man muss sportlich damit umgehen. Ja, einfach sagen, klar, meine Fahrfehler, ich habe auch die Pace nicht gehabt. Seine Strategie war auch die bessere. Mit zweimal Medium, da muss ich auch mal Kompliment aussprechen. Ich musste schon auf 3 gehen mit dem Reifenverschleiß, den ich habe. Delta verschwindet ganz einfach, deswegen kannst du da schon Gas geben. Ich denke mal nämlich, dass in der Formel 1 auch gängige Praxis ist. Ich habe sogar noch Zeit verloren. Die nächste sauber. Wetterbericht. Schade. Tipp mal, dass irgendwas mit Hülkenberg war. Fahrer hinter mir. Da, das ist schon wieder sowas. Wieso macht der nicht schon einfach Platz? Ja, der blockiert mich hier. Ganz eindeutig. Blockade hier, ey.
Dass er sich nicht in Luft auslösen kann, ist mir durchaus bewusst. Aber trotzdem, wenn ich den schon sehe. Ja, die Reifen halten das durch. Da brauche ich mir keine Gedanken drüber machen. Vettel hat ja gesagt, in Austin, das ist dann kein Kunststück mehr, dass man dann auf einmal schneller fährt. Wenn du dann wirklich die frischsten Reifen zum Schluss hast. Ist ja auch wirklich so. Ja, ein Reifenplatzer kann da vorne immer noch passieren. Nicht ausgeschlossen. Auch nochmal ein Safety Car kann kommen. Ist alles nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, ein Safety Car würde mir weiterhelfen. Gegen meinen Teamkollegen halt. Boah. Und das war wieder ein schwächeres Rennen von mir. Ganz klar. Mit dem ich auch selber am Anfang zufrieden war. Gegen Mitte dann aber nicht mehr. Dann habe ich dann doch stark abbauen müssen. Wo ich dann gemerkt habe, ja, der Medium hält nicht so lange, wie es sich versprochen hätte. Das kam leider noch hinzu. Der war echt nicht gut genug, fand ich, im Rennen. Also... Der Soft und der Medium, die haben sich nicht viel gegeben, aber es ist eine Erfahrung wieder mal reicher, dass ich hier vielleicht auch auf Hard gehen muss. Bei der nächsten Saison, das muss man sich eigentlich mal notieren. Weil hier fehlte mir jetzt ein Medium. Weil ich habe auch nicht verstanden, warum der mir jetzt zwei härtere gibt. Bei ausgewogen, habe ich nicht verstanden. Den Soft zum Beispiel hätte ich dann viel lieber im Qualifying gehabt. Als zum Rennen. Ja gut, mir wäre es sowieso lieber, wenn man das selber bestimmen könnte. Die Aufteilung so ein bisschen selber machen könnte, dass man quasi sagt, den Rennreifen, okay. Zwei verpflichtende Reifensätze fürs Rennen, den Rest möchte ich in Qualifying gerne haben. Zum Beispiel. Q3, der ist klar reserviert. Genauso wie die zwei für das Rennen. Oh, es sind sogar zwei vorgeschrieben. Das ist natürlich ja ganz beschissen. Da werden wir das in Japan dann auch noch mal erleben. Muss ich dann nachher mal drauf aufpassen. Was der mir denn da für komische Reifenwahlen gibt. Weil Japan ist auch noch mal Reifenfressen. Gerade der erste Sektor. Mal schauen, ob das KI-Land ist oder nicht. In Vorgängern war das nie KI-Land. Hier könnte es wiederum anders sein. Der Haas hat ja keinen Abtrieb. Fahrer vor mir. Ja, es waren fast seine Rundenzeiten. Ich versuche jetzt noch ein paar Themen reinzubringen. Also wenn ich mir selber eine Schulnote geben würde, ich würde mir eine 4 geben. Mangelhaft nicht, weil Minimum, auch wenn wir jetzt von 5, 6, 7 oder so gestartet wären, da wäre 8. 8 ist eigentlich das Minimum, was du erreichen musst. Nachdem Massa ausgeschieden ist, war 8er Platz das Minimum. Da lässt sich nicht diskutieren. Weil Bottas, der musste sich komplett durch das Feld hinten arbeiten. Das hat ihm so viel Zeit gekostet. Bisher geht natürlich meine Strategie auch auf. Williams wollen wir ja auch schlagen in der Konstrukteurswertung. Das ist unser erstes Ziel in der ersten Saison. Und in der zweiten müssen wir mal schauen, ob wir den WM-Titel angreifen können mit Haas. Da werden, glaube ich, die ersten Rennen ganz entscheidend sein. Aber zum Beispiel Singapur hat mir gezeigt, keine Fahrfehler. Belgien, keine Fahrfehler. Italien, man darf sich keine Fahrfehler erlauben. Bei Ultimate.
Ein Fahrfehler, Frontflügel, rechte und Frontflügel nur angeschlagen. Das reicht schon und du, ja, fällst unten durch. Im schlimmsten Fall. Aber hier war ich auch, ich weiß auch nicht, allgemein von Anfang an mit den harten, einfach nicht, die waren mir nicht gut genug. Was das Grip-Niveau bei mir angeht, auch die Soft hier. Malaysia ist eine schöne Strecke, ja, aber nicht meine. Das hat jeder. Ja, das hat ja jeder. Jeder hat so seine Strecke, wo er sagt, die fahre ich gerne. Die fahre ich nicht so gerne. Die kann ich auch nicht vielleicht so gut. Da gehört Malaysia auf jeden Fall dazu. Vom Streckenlayout. Fette fällt auf den harten Reifen eine schnellste Runde. Da sagt ja alles aus. Rennpace war nicht vorhanden. Qualifying Pace, muss ich auch sagen, wäre auch nicht vorhanden gewesen. Ja. Wäre ja auch nicht vorhanden gewesen. Wenn es nicht geregnet hätte. Also, zum ersten Mal hätte ich mir ein Regenrennen gewünscht. Was eigentlich nie vorgekommen ist bisher. Mir ein Regenrennen wünsche, aber da hat die KI ihre Schwächen wieder offenbart. Highlights hatten wir jetzt auch nicht wirklich viele im Rennen. Ja. Schon, ob die KI ja irgendwie was angestellt hat. Das meine ich damit. Mit komisches Heck, wenig Traktion hinten. Das ist mal leise, ja. Was jetzt noch kurz anzusprechen. Ich bin gerade überlegen. Kommentare. Ja, ihr könnt auch wieder Kommentare schreiben über irgendwelche Themen. Ja, das hatten wir ja im 2015 eigentlich. Gängige Praxis. Dass ihr immer Themen reinschreibt. Das können wir auch wieder so machen, weil mittlerweile bin ich so auf einem Niveau. Bis auf den einen Fahrfehler, dass ich da nicht wieder dabei bin. Und gerade bei solchen Rennszenen jetzt hier, fahr rein hinter mir. Das ist auch etwas, was anfangs nicht so wirklich in meinen Kopf reingeht und immer noch nicht in meinen Kopf reingeht. Wieso sind abgefahrene Harte, wieso haben die einen ähnlichen Grip-Niveau, ja, wie abgefahrene Softs? Das beißt sich doch. Und deswegen, da es sich ja ein bisschen beißt, kann man hier in der Regel auch keinen Boxenstopp mehr rausfahren. Die Zeiten sind vorbei. Ja, du musst hier wirklich. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber du musst hier versuchen, so wenige Boxenstops wie nur irgendwie möglich zu fahren. Es ist einfach so. Ja, Ligarennen hat das auch gezeigt. So wenige Boxenstops wie es geht. Du holst keinen Boxenstop mehr auf der Strecke raus. Finde ich so ein bisschen schade, aus dem ganz einfachen Grund, das macht so ein bisschen die ganze Strategie-Geschichte kaputt. Was macht die ganze Strategie-Geschichte kaputt? Weil da brauchst du auch keine drei Reifen-Mischungen mehr. Ja, wenn du genau weißt, ich muss eigentlich am wenigsten Stop machen mit den weißen möglichen Reifen. Das ist die schnellste Strategie. Wirklich eine Alternativroute gibt's nicht. Ich erinnere mich dann noch an Vorgängerzeiten. Da konnte man durchaus einen Boxenstopp rausholen. Also 2015 fand ich das teilweise ein bisschen besser gelöst, weil das war richtig knapp. Australien im Red Bull war das richtig knapp, wo wir dann den einen Boxenstopp da gespart haben. Da war es knapper als hier. Hier ist es eindeutig. Ich kann keinen Boxenstopp mehr rausfahren. Weil die Reifen nach 30% so rapide abgebaut sind.
und sich dann sagen muss, dann ist vorbei. Dann kannst du auch alte Mediums haben oder jetzt im schlimmsten Fall so noch alte Harte. Und der fährt genauso schnell wie ich, ja. Das finde ich hart. Meine persönliche Meinung zu der Geschichte mit den Reifen. Gut, in echt ist es genau das gleiche Spiel, ja. So wenig Boxenstopp wie es geht, aber so weich wie nur irgendwie möglich. Das hat man hier eingebaut. Das hat man gut umgesetzt. Genauso wie man auch die 2-Stunden-Regel hier einprogrammiert hat. Das hatten wir auch in Singapur. Ist ja auch ein Pluspunkt. Auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, mit dem Vorgänger hatte ich das mal wirklich. Dass ich über 2 Stunden, ich glaube 2:03 war das sogar so. Der jetzt eigentlich auch eine Runde früher vorbei sein müssen. Ja, aber wir fahren hier mit frischen Softs. 37,4 und der fällt mit abgelutschten Haar 37,1. Also, die Pace war eine Sekunde langsamer, genau wie eigentlich Grosjeans Pace auch da war. Wenn ich jetzt einen Mercedes gehabt hätte, dann wäre ich vorne dabei gewesen, keine Frage. Das macht die Strecke ein bisschen sympathischer für mich. Weil China ist mir ja auch ein bisschen entgegengekommen, aber bleibt auch nicht meine Strecke. Genauso wie auch Ungarn nicht meine Strecke einfach ist. Und das sind so 3 Strecken, wo ich sage, boah, Abstand halten. Und das sind so 3 Strecken, wo ich sage, da möchte ich echt Abstand halten. Ungarn, weil es einfach so derbe lang auch ist. Einige zum Beispiel mögen auch, Aserbaidschan muss ich ein bisschen zurücknehmen. Die Strecke hat sich so ein bisschen jetzt, positiv zu mir entwickelt. Dem Zuschauer trotzdem noch Katastrophe wegen der langen Geraden. Es braucht immer noch keine Rennstrecke. Meine Meinung. Aber vom Startkurs her, die macht Spaß zu fahren, das auf jeden Fall. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu meinen Hassstrecken jetzt zum Fahren halt zählen. Da gehört ganz klar China, Malaysia und auch Ungarn dazu. Auch Austin gehört mittlerweile dazu. Gefällt mir auch nicht so wirklich. Mag ich auch nicht so zum Zuschauen. Also Austin ist für mich so eine Strecke, ich weiß auch nicht. Die brauche ich nicht. Sieht zwar vom Streckenlayer heute richtig geil aus, gefällt mir aber einfach nicht. Persönlicher Geschmack. Damit gefällt mir, dass ich auf 8 rumgurke und von der Pole gestartet bin. Wird mir auch nicht schmecken, aber hey, was soll's? Es gehört halt einfach dazu. Nicht jedes Rennen ist perfekt. Ja. Aber ohne Rückblende. Das ist mir ja auch immer ganz wichtig, keine Rückblende zu benutzen. Eigene Fahrfehler, ja, da regt man sich halt auf. Das sind die Emotionen, wo man sagt, Mann, warum ist er auf einmal direkt vor mir? Warum lässt er mich nicht vorbei? Ja. Aber Rückblenden, da kennt sie mich ja auch. Auch den Fahrfehler, der die auch noch Rückblende benutzen können, aber warum? Das wäre dann eigentlich eine falsche Einstellung. Also es wäre eine falsche Einstellung, wenn ich sagen würde, für jeden scheiß Fahrfehler mache ich doch eine Rückblende. Hallo? Dann wird das Video nicht mit, das wird dann nicht mit der Qualitätsanspruch, den ich habe, den aber wahrscheinlich auch ihr nicht mehr an mir erwartet. Weil ich erwarte an mir persönlich selber auch flüssiges Gameplay. Ne, jetzt riecht da nichts mehr auf. Jetzt war ich hier gekonnt zu Ende. Es kann natürlich auch eine Eigenart sein, oder eine Eigenschaft, ja, der Top-Autos sein, dass die einfach, sie einfach vom Grund auf mit den Reifen besser können, Fahrer vor mir. Bei dir wird ja auch nicht schneller und ich auch nicht. Trotzdem, ich habe schon erwähnt, Grosjean, der zeigt mir so ein bisschen hier. Er war möglich. Aber Erwartungen nicht zu hoch geschraubt. Das Team hat sie da in meinen Augen ein bisschen zu hoch geschraubt. Ja. Da werden wir mal ein paar Minuspunkte sehen, aber
Insgesamt müssen wir bei einem bleiben. Massa, viel, viel wichtiger. Rivale, abgezogen. Besser ging es kaum noch. Abgezogen. Ja. Bei diesem Rennen. Und das war mir viel, viel wichtiger als mein Teamkollege. Trotzdem, Teamkollege ist halt immer das zweite Ziel. Der hat das gleiche Auto. Fahrer hinter mir. Glückwunsch an Sebastian Vettel. Stark, der hat einen Boxenstopp mehr gemacht und hat das gewonnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber keine Runde Rückstand. Auch das habe ich erreicht. Ja, 60%. 14 Runden mit den Soft. Ja, ich hätte es vielleicht durchboxen können. Mit dem Medium. Muss ich mir im Nachhinein mal anschauen, was die an Prozenten verloren haben, weil bis 65 kann man ja locker gehen. Auch Glückwunsch an meinen Teamkollegen. Bessere Strategie. Zweimal Medium und einmal Hard. Das war die richtige Strategie. Für ihn und auch für mich wäre das, oder wäre das die optimale Strategie gewesen. Einen erhöhten Reifenverschleiß, das haben wir auch so ein bisschen wahrgenommen, ja auch in dem Reifenmanagement-Test. Trotzdem wichtige 4 Punkte gegen Massa und Bottas. Ereignisreichen Grand Prix ein wenig nachlässt, kommen hier unsere Top 3 hinaus zur Siegerin. Sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Also bis dann. Was man jetzt natürlich sieht, Vettel der einzige von den Top-Fahrern, der auch auf 3 Stops gegangen ist. Und dann gewinnt er das Rennen hier. Dann war vielleicht dreimal Soft und einmal Hard vielleicht die richtige Variante. Wenn ich darüber nachdenke, ja, das hätte ich auch fahren können. Dreimal hart und dann, ja, ne, dreimal soft und einmal hart. Ja. Ja, aber er gibt sogar Rosberg 17 Sekunden drauf. Also dreimal soft und dann einmal hart ist auch eine denkbare Variante. Oder zweimal medium und einmal hart. Das wäre dann, glaube ich, die optimale Zweischrittstrategie. Weil ihr seht das ja bei Raikkonen auf der 2, Ricciardo auf der 3. Wir haben es ja alle nicht geschafft. Klar, Vettel ist weiter vorne gestartet, aber trotzdem. 14 Sekunden auf den Ricciardo und 5 Sekunden auf seinen Teamkollegen und 17 Sekunden auf Rosberg. Bei dem ist wohl was Größeres schiefgelaufen dann. Verstappen 5. Hamilton nur 6. Der hat sogar auch noch eine Position verloren. Wegen Max Verstappen, der ist von 9 auf die 5 gekommen. Grosjean am Ende auf der 7 hat uns geschlagen, wir auf der Pole. Da war ja kein Kraut gewachsen da vorne. Wenn der 37 nur mit abgefahrenen Harten fährt, der weiß,
dass ich mit einer 47,4 mit frischen Softs da nichts zu melden habe. Auf der 8 Bottas, wie bereits erwähnt, gar kein 9. Perez auf der 10. Ausgeschieden ist nur Felipe Massa. Okay, da ist dann doch einiges passiert. Obwohl nur in der einen Runde ist was passiert. Aber wie dem auch sei, wir springen zu den Highlights. Die Highlights, ja. Das erste Highlight, was war's? Der Skat. Der Skat war eigentlich das beste Highlight im gesamten Rennen. Aus meiner Sicht zumindest. Aber wir haben natürlich noch ein paar andere Szenen vorbereitet. Zum Beispiel, wir müssen auflösen, was war da in der letzten Kurve, Ende zweiter Sektor, mit Lewis Hamilton los, wo wir den Frontflügel verloren haben. Denn die Szene, die war so ein bisschen, ja, rennentscheidend für unser Endresultat mit Position 8. Der Skat aus Romain Grosjeans Sicht, der hat eigentlich den besten Dienst in der Anfangsphase für uns gemacht, nämlich hat Vettel und Co. aufgehalten und das hinter sich, hat mir nur am Anfang was gebracht, am Ende hat es mir eigentlich nichts gebracht. Aber eins kann ich sagen, sonst wäre Vettel eher an uns vorbeigekommen. Der Skat von Kimi Räikkönen zeigt, dass auch Jenson Button, der ja von der 4 gestartet ist und wirklich mit den harten Reifen losgefahren ist, absolut keine Chance hat. Auch in der ersten Kurve wird es auch für die Nachfolgenden relativ eng. Deswegen war ich froh, dass ich von ganz vorne gestartet bin. Auch hier der Red Bull schön an Kimi Räikkönen vorbeigesaust. Skat noch weiter hinten, und zwar vom, ich glaube, das ist Max Verstappen. Ja, das ist Max Verstappen. Die Sonne blendet die Fahrernummer, deswegen erkenne ich ihn leider nicht. Hier auch 4 Fahrer nebeneinander. Mein Fazit zum Rennen, wie soll ich es mal kurz beschreiben? Minimalziele erreicht, da war aber leider mehr drin. Also mehr drin im Sinne von Platz 7 war dann das Maximum, also unseren Teamkollegen zu schlagen. Was ich noch zum Fazit sagen kann, mein Reifenverschleiß war dann doch auf dem Medium eigentlich in Ordnung, teilweise aber zu hoch, aber man wäre noch mit zwei Stops durchfahren können. Wenn ich es knallhart durchgezogen hätte, hätte es funktioniert, aber drei Stops waren wir dann am Ende dann leider doch ein bisschen sicherer. Der Skat von Valtteri Bottas, der ja von 17 gestartet ist und am Ende auf 9 war, haben wir nie gesehen. Der hat sich, glaube ich, schwer getan, bei den Force Indian und auch bei den Manus vorbei zu mogeln. Wir fangen jetzt gleich an mit den Highlights. Aber vorher schauen wir uns doch mal den Skat von oben an. Da sehen wir mal, auch mit V-Spin kann man besser rausbeschleunigen als die direkte Konkurrenz. Also der Skat ist nicht mehr mein Problem. Also der Skat ist mittlerweile sogar relativ gut von mir. Ja, der macht keinen Meter gut, die machen alle keinen Meter gut. Ich habe keine Kupplungsprobleme, wie das bei Mercedes der Fall ist. Aber auch hier sieht man, wie Kimi Räikkönen da ein bisschen verhungert. Wie dem auch sei, Platz 8, Minimalziel erreicht. Aber wie gesagt, da war halt einfach mehr drin. Ja, für einen anderen war auch ein bisschen mehr drin. Doch der musste dann doch relativ schnell die Segel streichen. Beziehungsweise der Motor hat angefangen zu streiken. Richtig, Felipe Massa, kapitaler Motorschaden. Das erinnert hier doch ein bisschen an Hamilton, oder? In meinen Augen schon. Grosjean, Schützenhilfe war weg. Die Doppelführung war für uns vorbei. Man sieht es nämlich hier, das ist das Überholmanöver von Sebastian Vettel an unseren Teamkollegen Romain Grosjean, der da doch sehr souverän vorbeigekommen ist. Grosjean kriegt den Ausgang der Kurve halt nicht so gut hin und dann wird am Ende dann doch relativ sehr früh auch von dem lieben Rosberg kassiert. Aber auch die Red Bulls haben da nicht locker gelassen und haben sich auch gedacht, wisst ihr was? Den müssen wir auch jetzt bekommen und dann tun wir das Ganze einfach mal. Also, Grosjean hat hier mal so eben 3 Positionen verloren. Doch, dachte sich so, mit dem zweiten Platz bin ich nicht zufrieden. Den Führenden, den möchte ich auch noch bekommen. Er hat uns hier locker ausbeschleunigt. Genau das gleiche hatte auch Nico Rosberg ein paar Runden später mit uns vor. Zack, da haben wir nämlich schon auf Medium-Reifen umgestellt und die da vorne auch, die beiden nämlich auf den Softreifen. Schöne Kameraführung übrigens hier zu sehen. Weiter ging es dann zwischen uns und Hamilton. Hamilton auf den harten Reifen, relativ, ja, in der Mitte des Rennens ist das passiert, das schöne Duell mit Lewis Hamilton. Ich habe ja sonst auch immer gesagt, in den vorherigen Parts, mit der KI kann man sich nicht duellieren.
weil die nicht weiß, wann sie zurückschrecken muss. Hier muss ich doch mal ein kleines Lob aussprechen. Hier konnten wir uns mit Hamilton durchaus ein paar Kurven lang duellieren. Und was mir auch aufgefallen ist, der Motor von uns scheint besser zu gehen als der Mercedes-Motor mit DHS. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vorteil. Zusammen mit dem Luftwiderstand, den wir auch verkürzt haben, ist das relativ nützlich und macht uns besonders stark auf langen Geraden uns auch da ein bisschen verteidigen können, auch gegen die beiden Red Bulls, wenn sie gleiche Reifen haben und wir vielleicht die gleiche Pace haben. Eine wichtige Erkenntnis für nachfolgende Grand Prix. Doch Hamilton in der gleichen Runde zögerte nicht lang und ja, es kam zu einer Berührung, nämlich in dieser Kurve. Und ihr seht unten links richtig, da war noch ein dritter Fahrer involviert. Was hat denn der da zu suchen? Aus der TV-Sicht sehen wir das sogar. Daniel Ricciardo zu dritt durch die Kurve. Einer muss da nachgeben, aber es gibt keinen danach. Und der Leidtragende, ja, war Hamilton, beziehungsweise das waren wir. Saumäßig aggressiv. Auch ich würde sogar hier Ricciardo die Schuld in die Schuhe schieben. Denn er berührt Hamilton und Hamilton berührt darauf mich. Aus der Sicht von Max Verstappen sieht man das Ganze noch besser. Also, Fehler von Ricciardo, da sticht man nicht rein, nicht aus dem spitzen Winkel, und das hat unser Rennen so ein bisschen versaut. Auffahrunfall bei einer Überrundung. Ich beschwere mich hier über Ericsson, aber warum gebe ich denn hier auf einmal Gas während einer Kurve? Das muss ich mir im Nachhinein selber auf die Fahne schreiben. Wichtige Erkenntnis gewonnen. Wichtige Erkenntnis auch in Runde 42, Streckenbegrenzung zu weit raus auf dem Gras. Danke Auto, Kontrolle verloren. Kompliment an Codemasters, super programmiert, denn das ist realistisch. Realistisch ist aber leider nicht das, dass ein Fernando Alonso einem Hülkenberg einfach mal so hinten drauf fährt. Ohne Anmeldung sagt Alonso hier, oder trifft man sich nochmal auf dem Weg zurück zur Ideallinie. Junge, was machst du da so langsam? Und Hülkenberg fragt, was fährst du mir drauf? Also eine KI-Logik, die ich wieder mal nicht verstehen muss. Hülkenberg war zu dem Zeitpunkt langsam, weil er ein Problem mit dem Wagen hatte. Nach dieser Kollision hatte er auch einen Plattfuß. Dass der Wagen nicht kaputt geht bei Simulationen, finde ich dann doch ein bisschen schwach, Codemasters. Tja, Vettels legendäres Siegebohr-Manöver darf der den Deutschen Nico Hülkenberg zuschreiben. Denn er ist bei diesem Manöver an Rosberg vorbeigekommen. Ein Hamilton, der hatte nicht so viel Glück. Da wird keine Freundschaft mehr raus. Hamilton fährt nämlich auch mal drauf, weil Hülkenberg zurück wollte. Und das war das Aus für Hamilton, die Fahrer-WM. Ja, Lewis Hamilton hat Punkte eingebüßt in der Fahrer-WM. Vettel ist hochgeklettert auf Position 2, aber der Kampf um Platz 2 ist weiterhin spannend. Zwischen Vettel, Rosberg und Raikkonen, wir sind solider Siebter geblieben. Grosjean, der klopft immer mehr an Hülkenberg und Perez an. Sonst hat sich hier nichts verändert. Und in der Konstrukteursmeisterschaft hat sich auch nichts verändert. Wir haben nur den Vorsprung auf unser schärfster Verfolger Williams ausgebaut. Durch den Ausfall von Felipe Massa und den mageren Punktausbeute von Valtteri Bottas. Wir gehen weiter zu den Ressourcenpunkten, die ja immer sehr, sehr spannend sind. Erfolg, da war eine, ja, zwei Runden waren nicht sauber, okay. Und 80. Also im Rennen ist eine zugezogene Strafe. Achso, die Verwarnung, die Streckenbegrenzung, ja, wo ich dann aus der austritt. Gut, Spiel kann man so hinnehmen. Bonuspunkte 77. Das ist jetzt nicht gerade die Welt. Aber gehört halt dazu, ja, Massa. Da wollen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das haben wir sicher, das haben wir sicher, das haben wir sicher. Und das haben wir sicher. 15 zu 2, 2, 4, 6, 7 zu 1 haben wir hier die Führung. Also das können wir fast kaum noch so gesehen verlieren. Die Fahrerposition, ja, das haben wir nicht geschafft. Den Teamkollegen haben wir auch nicht geschafft, aber die Fahrermeisterschaft, die bleibt safe. Die bleibt bis Saisonende safe. Das bedeutet, ich kann ja nicht nur einen Pluspunkt haben, oder? Ne, ich kann... Doch, ich kann einen Pluspunkt haben und ich kann nur einen Minuspunkt haben. Also alles andere ist hier gar nicht theoretisch möglich. Die Karrierepunkte, für die dies gerne interessiert. Gibt es hier sonst noch irgendwie was zu sagen? Ich würde sagen, nö. Verlassen wir Malaysia, oder? Ich mag die Strecke nicht. Ganz schnell weg hier. Aus den Erfahrungen habe ich natürlich jetzt aus Malaysia gelernt und habe hier die härteste Reifenmischung genommen,
die irgendwie möglich ist. 5x Soft, 4x Medium, 4x Hard. Sauber hat verbessert und Renault, okay, Sauber, immer das schwächste Team. Schaut euch mal an, Toro Rosso, auch relativ schwach jetzt, also so wie es fast schon in echt ist. Manot aufgeschlossen und Renault jetzt auch stark. Force India hat immer noch einen guten Abstand auf uns. Wir sollten uns weiterhin auf Williams konzentrieren. Konzentrieren werde ich mich auch dann hier in Japan beim Rennen. Die Strecke mag ich schon mehr, gehört ja zu meinen Strecken der besten 5. Wie dem auch sei, ich bedanke mich zum Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 2016.